Und klapp. Wieder 12-1, die zweite. Guten Morgen. Wir freuen uns, dass ihr wieder bei Albas täglicher Sportstunde dabei seid. Natürlich mit Emilia und mit mir, Stefan. Wir hatten ja gestern die Flaschenpost gehabt und da habt ihr wieder super tolle Einfälle gehabt, was hier eigentlich drin sein könnte. Und ihr guckt nochmal ganz genau hin, was hier eigentlich drin sein könnte. Seht ihr das? Guckt einmal genau rein in die Flasche und dann, ich will sie nämlich noch nicht aufmachen, weil Emilia hat da noch was in der Hand. Also sagst du mir jetzt nicht, was drin ist? Nee, ich spanne euch noch ein bisschen auf die Folter. Ich will erst mal wissen, was du da in der Hand hast. Na gut. Ich habe ein Handtuch in der Hand, beziehungsweise drei. Eins für Stefan und eins für den Albatros. Ihr braucht heute auch ein Handtuch oder ein T-Shirt oder eine Tüte. Drückt, falls ihr das noch nicht dabei habt, einfach kurz auf Stopp. Holt das schnell und dann kann es wieder losgehen. Wenn ihr schon alles habt, perfekt, dann geht's weiter. Genau. Aber wie gesagt, ich verrate euch noch nicht, was hier drin ist. Ich stelle es erstmal zur Seite. Wir haben uns nämlich noch gar nicht begrüßt. Das ist mir erstmal wichtiger. Na gut, dann setzen wir uns jetzt alle zusammen auf den Boden. Auf geht's. So, ihr kennt das ja schon von gestern. Wir machen unser Guten Morgen-Ritual andersrum. Okay, wir starten mit dem Klatschen und enden an unseren Füßen. Alles klar? Bereit? Bereit. Okay. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Aber du sag mal, Stefan, wir sind doch auf dem Boot. Auf jeden Fall. Dann können wir ja auch mal was anderes sagen. Ich bin dafür, dass wir heute unseren Anker lichten. Alles klar? Ankerlichten. 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 Hat doch gut funktioniert. Ja, ich bin einmal rausgekommen, aber das ist nicht so schlimm. Ist auch nicht so schlimm. Dann können wir jetzt aufstehen, denn unser Albatros fehlt ja noch. Genau, den wollen wir natürlich wieder mitnehmen. Alle stellen sich hin. So. Auch unser Rhythmus ist neu, aber ich glaube, ihr habt gestern alle schon gut geübt und wir können heute gleich ein bisschen schneller loslegen. Alles klar? Okay. Auf geht's. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und dann ein bisschen schneller. Oh, da bist du ja. Das war eine lange Reise für den Albatros gewesen. Das stimmt. Sehr gut. Jetzt sind wir vollzählig. Ich finde, es ist super wenig Wind. Also der Albatros, der hat auch ganz lange gebraucht, ohne Wind hierher zu fliegen. Wir machen einfach erstmal einen Ausflug. Wir wollen ein bisschen mit unserem Ruderboot rumrudern. Was wollen wir noch mitnehmen auf unser Ruderboot? Unsere Flasche? Nee, die nehmen wir nicht mit. Die wollen wir nachher erst aufmachen. Wir nehmen unser Surfbrett mit. Wir wollen noch ein bisschen surfen. Na gut, okay? Auch eine gute Idee. So. Dankeschön. Wir müssen unser Ruderboot erstmal ins Wasser lassen und setzen uns da erstmal rein. Genau. Sehr gut. Und dass wir richtig losrudern können. Die Füße sind auf dem Boden. Sehr gut, Albatros. Entweder haben wir die Hände hier an der Seite, dass wir wirklich rudern, oder wir haben die an den Knien, so wie ihr das wollt, okay? Als erstes die Füße aufsetzen und wir ziehen uns jetzt mit den Füßen nach vorne, als würden wir rudern. Sehr gut. Und wir wollen auch rückwärts rudern. Jetzt stoßen wir uns mit den Beinen ab.
Wenn das noch nicht so gut funktioniert, wie bei dem Albatros gerade, ist es nicht so schlimm. Dann versucht ihr das auf der Stelle. Wenn ihr das ganz oft übt, dann bewegt ihr auch euch irgendwann fort, okay? Wir machen noch ganz kurz zwei Ruderschläge nach hinten. Eins und zwei. Jetzt wollen wir uns wieder nach vorne bewegen, okay? Wir rudern nach vorne. Sehr gut. Und wieder nach hinten. Oh Mann, das geht ja zick, zack, hin und her. Genau, das ist so ähnlich. Ich glaube, ich muss noch mal vorwärts. Genau. Ihr merkt das jetzt schon wirklich in den Oberschenkeln, dass es so ein bisschen wehtut. Aber genau das soll es sein, dass wir wirklich die Oberschenkel so richtig schön erwärmen. Und wir rudern wieder nach vorne. Sehr gut. Und noch einmal nach hinten. So, wir sind in unserer Bucht angekommen. Dann lass uns doch jetzt mal unser Surfboard rausnehmen, genau. Oder? Deshalb haben wir die ja mitgenommen. Ab ins Wasser. So, unser Surfbrett muss rausgelegt werden. Und ich würde sagen, damit wir noch ein bisschen durch die Gegend paddeln können, legen wir uns da erstmal auf den Bauch. Achtet darauf, dass euer Oberkörper ganz auf eurem Handtuch oder auf dem T-Shirt liegt. So, ich schalte auch erstmal den Rückwärtsgang ein. Das heißt, wir nehmen unsere Hände eng an unseren Körper und drücken uns weg. Wenn ihr merkt, okay, das ist irgendwie total anstrengend, nur mit den Händen zu machen, dann nehmt ihr einfach die Füße mit als Unterstützung. Die schieben euch mit weg. Und andersrum natürlich genauso. Wir nehmen die Arme ganz weit nach vorn und ziehen uns nach vorne. Huh, ganz schön anstrengend. Und dabei legen wir die Hände auf und drücken die so weit, dass sie am Ende neben unserem Körper sind. Wir legen die Hände auf, ziehen, 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 bis hinten neben uns. Emilia, was ist, wenn mir das zu schwer fällt? Wenn dir das zu schwer fällt, mach ruhig kleinere Bewegungen und denk dran, dass deine Füße dich unterstützen können. Okay. Wem es zu schwer fällt, macht es ruhig auf der Stelle. Wenn ihr euch nicht fortbewegt, auch nicht ganz so schlimm. Hauptsache, wir versuchen diese Bewegung. Ganz nach vorne die Arme und dann nach hinten durchziehen. Ich mache das einfach mal jetzt auf der Stelle. Oh, ich glaube, wir haben jetzt eine gute Position erreicht, oder? Ja. Hier ist es eigentlich ganz gut. Wollen wir mal versuchen, uns auf das Surfbrett raufzuhocken? Das ist eine gute Idee. Okay. Erstmal auf die Knie, oder? Genau. Wir gehen auf die Knie, dass es noch nicht ganz so schwer ist. Und wir wollen erstmal die Hände ein wenig dehnen. Ihr setzt die Hände auf den Boden. Der Popo kann da ruhig noch ein bisschen nach oben gehen. Jetzt versuchen wir uns hinzusetzen, dass der Popo unsere Hacken berührt. Und wir wirklich merken, dass wir hier eine Dehnung haben. Hier soll das ganz toll dehnen. Dabei können wir auch den Oberkörper noch ein bisschen nach vorne machen. Und dann drehen wir auch die Hände mal um. Das ist jetzt echt gut, nachdem es eben so anstrengend war mit den Armen. Das stimmt. Man wird gleich ein bisschen lockerer. Könnt ihr euch auch abwechseln. Eine Hand nach vorne, eine Hand nach hinten. Auch mal, dass die Finger zueinander zeigen. Dass sie nach hinten, zur anderen Seite zeigen. Und wenn ihr das nach hinten macht, versucht genau, dass eure Finger vor euren Knien sind. Alle Finger zusammen. Ich merke das wieder hier vorne. Bei euch auch? Ja, soll dabei mein Popo in der Luft sein oder auf meinen Füßen? Ihr macht ihn so weit runter, wie ihr das schafft. Genau.
Und dann noch einmal umdrehen. Und ihr setzt nur den Handrücken so auf. Die Handflächen gucken euch dabei an. Fingerspitzen wieder zu den Knien. Und nur der Handrücken ist auf dem Boden. Dann könnt ihr auch die Handgelenke noch einmal so, dass die wirklich warm werden. Wer will, macht die zusammen und kann das einmal so machen. Damit schütteln wir das auch gleich wieder ein bisschen aus. So, wieder ein bisschen beruhigt. Die Hände sind schön locker. Was können wir jetzt machen auf unserem Surfbrett? Also ich finde es echt cool, wenn wir es schaffen, uns mal ein bisschen weiter aufzurichten. Es ist ja ganz schön wackelig, aber vielleicht bekommen wir es ja hin, in den Vierfüßler zu stehen. Also, unsere Hände stehen ja schon auf dem Surfbrett. Jetzt probieren wir mal erst einen Fuß aufzusetzen, dann den anderen, sodass die Knie vom Boden gelöst sind und schaukeln mal ein bisschen durch die Gegend. Das geht zur Seite, aber auch nach vorne und nach hinten. Ist doch ganz schön wackelig. Jetzt verstehe ich auch, warum die ganzen Surfer immer ins Wasser fallen. Ja. Das können wir in alle. Huch, unser Albatros auch. Falls ihr auch umfallt, einfach wieder versuchen, auf euer T-Shirt oder auf euer Handtuch zurückzukommen, in den Vierfüßlerstand und wieder schwanken. Könnt ihr in alle Richtungen ausprobieren. Okay, ich möchte jetzt aber ein bisschen mehr surfen, okay? Wir versuchen uns jetzt wirklich mal hinzustellen auf unser Surfbrett. Dafür Füße in die Mitte von eurem Handtuch oder von eurem T-Shirt. Und wir hocken uns hin. Wir machen die Arme ein bisschen auseinander. Oder die Flügel beim Albatros. Und jetzt versuchen wir uns hoch zu drücken. Ganz langsam, dass wir das hier in den Oberschenkeln wieder merken. Sehr gut. Jetzt stellen wir uns hin. Wir nehmen einen Fuß nach vorne, den anderen ein bisschen nach hinten. Welcher Fuß ist völlig egal. Und dann surfen wir ein bisschen auf unserem Surfbrett. Genau. Ich glaube, ich gehe lieber wieder ein bisschen in die Hocke. Da kann ich das Gleichgewicht besser halten. Genau, dann gehen wir alle nochmal runter. Nehmt die Hände vor euren Körper mal. Denkt dran, dass die Arme euch immer helfen, euer Gleichgewicht zu halten. Ganz egal, ob ihr sie zur Seite haltet oder, so wie Stefan gerade, voreinander. Die Arme helfen euch, dass ihr immer schön im Gleichgewicht bleibt und nicht ins Wasser fallt. Und jetzt zum Aufstehen nehmen wir die Arme nochmal zur Seite. Und wir stellen uns nochmal ganz langsam hin. Ganz langsam, so langsam wie ihr könnt. Sehr gut. Und ganz gerade machen einmal den Rücken. Und wir gehen noch einmal runter, oder? Sehr gut. Und wieder ganz langsam runter. Sag mal, Stefan, das da vorne, ist das nicht eine Sandbank? Ja, wollen wir da rauf? Ja. Können wir uns ein bisschen ausruhen auch? Ja. Okay. Wir gehen surfen dahin, hoch. Okay? Genau. Ja, genau. Und auf die Sandbank können wir einmal raufspringen, oder? Von unserem Surfbrett. Sehr gut. Das war gerade ganz schön anstrengend. Für die Beine, für die Arme, für die Finger und für die Hände. Jetzt wollen wir uns erstmal ganz kurz ausschütteln. Das kennt ihr aus den anderen Sendungen auch. Einmal ganz durch. Genau. Es ist aber echt schön hier. Ja. Wenn ich mich so umsehe, wir können eigentlich mal ein bisschen was nachmalen, oder? Ich sehe da ganz viele Wolken. Und bei den Wolken, wir nehmen eine Hand nach vorne, einen Finger und dann zeichnen wir die Wolke nach. Die Wolke kann natürlich ganz anders aussehen. Aber ihr zeichnet die. Meine Wolke sieht ein bisschen aus wie ein Drache. Genau. Das ist eurer Fantasie überlassen, wie die aussehen.
aber zeichnet die mal. Und auch den anderen Arm dazu nehmen, um die zu zeichnen? Meine Wolke ist so groß, ich glaube, ich brauche sogar beide Hände zum Zeichnen. Das könnt ihr wieder machen, wie ihr wollt zu Hause. Hauptsache, die Wolke wird gezeichnet. Vielleicht wollt ihr die Wolke auch ausmalen. Ich male sie noch mal ganz genau die Ränder nach. Aber ich sehe da sogar noch was. Da ist ein Baum, oder? Hinten auf der Insel? Ja, ich glaube dahinter. Stimmt. Ja, da steht ein Baum. Lass uns mal den Baum zusammenmalen. Wir fangen wieder mit dem einen Finger an und dann malen wir am Stamm entlang. Jetzt kommt ein kleiner Ast hier raus. Dann gehen wir zurück. Und jetzt malen wir die ganzen Baumkronen und Blätter nach. Wieder mit einer Hand am Anfang. Das sind ganz viele. Euer Finger, der kann das fast gar nicht malen, weil es so viele sind. Okay, und hier gehen wir wieder runter am Stamm entlang und sind wieder am Boden angekommen. Jetzt versuchen wir das mit beiden Fingern, okay? Einer malt an der einen Seite am Stamm und der andere an der anderen Seite vom Stamm. Und jetzt geht das langsam nach oben. Hier kommt wieder unser einer kleiner Ast raus. Und jetzt sind wir wieder in der Baumkrone angekommen, wo die ganzen Blätter sind. Sehr gut. Siehst du den einen Baum da? Der ist riesig groß. Den müssen wir also quasi von ganz unten zeichnen. Das ist ein super Baum, ja. Und hat er auch wieder einen Ast? Natürlich hat er einen Ast. Okay. Und die Baumkrone geht ganz weit nach oben. Genau. Ich sehe noch einen anderen Baum. Mal sehen, ob ihr drauf kommt, was das ist. Der hat einen ganz dünnen Ast. Ganz lang nach oben. Du meinst Stamm, oder? Ja, stimmt. Ich vergesse das manchmal. Aber es ist ja ein Stamm, da hast du recht. Der Stamm geht nach oben. Dann sieht es fast aus, als wären es Zacken. Aber es ist kein Weihnachtsbaum. Was könnten das sein? Ein Igelbaum? Naja, fast. Das ist eine Palme, oder? Ach so. Das sind nämlich die Palmenblätter, die wir jetzt nachmalen. Aber an einer Palme hängen doch auch immer Kokosnüsse, oder? Genau. Die tupfen wir da einfach rein, unsere Kokosnüsse. Oder wenn ihr wieder den ganz großen Baum seht, der von unten gekommen ist. Ich glaube, da waren Äpfel drin gewesen, oder? Dann machen wir die Äpfel da rein. Versucht das auch mit den Fingern, so wie ich. Erst zusammen und dann nach vorne die Finger strecken. Und so machen wir die Äpfel oder Kokosnüsse überall in unsere Bäume rein. Auch mal mit beiden Händen greifen. Auch mal über Kreuz. Die sind überall, unsere Äpfel. Auch der kleine Strauch, der da ist, der hat die ganz kleinen Beerenfrüchte da drin. Und die sind ja wirklich winzig klein. Genau. Die sind überall da drin. Und ich stelle mich wieder hin. Ich sehe da hinten nämlich noch was. Hinter den Bäumen, das sind ganz große Berge. Und die Berge, die sind manchmal ganz rund. Auch mal mit beiden Händen. Und die letzten, die ich sehe, die haben die großen Zacken, das sind die Gipfel. Oh, Stefan, da hinten im Wasser, da ist doch ein anderes Schiff. Ja, das sieht wie ein Schiff aus. Sag mal, wollen wir dem Schiff mal Hallo sagen? Ja, vielleicht kommen die auch rüber, oder? Ja, vielleicht. Hier ist es ja super schön, hier kann man einen Ausflug hinmachen. Okay, zum Hallo sagen nehmen wir unsere beiden Hände und drehen die mal vor uns. Noch ist keine Antwort. Nee. Aber die sind auch ganz schön weit weg.
Vielleicht müssen wir die Kreise noch ein bisschen größer machen. Vielleicht sehen sie uns dann. Dann lassen wir die Arme auch mal gestreckt dabei, oder? Dass wir riesig große Kreise machen können. Immer noch nichts? Nee. Ja, ich probier's mal so. Erst den einen Arm, dann den anderen Arm. Irgendwann müssen die uns ja sehen. Rufen bringt wahrscheinlich nichts, dafür sind sie zu weit weg. Ja, das bringt nichts. Da müssen wir riesige Kreise machen, die sie wirklich sehen von da hinten. Oh, da ist was. Ah, sie haben Hallo gesagt. Ganz lange gedauert. Was können wir sie denn noch fragen? Wollen wir mal fragen, was bei denen so los ist? Was bei denen so abgeht? Ich würde auch sagen. Wir fragen mal, was bei denen abgeht. Dafür ist das Zeichen eine Welle. Wir starten also auf der einen Seite und machen unsere Welle groß auf die andere Seite. Genau, die müssen das wieder sehen. Mensch, die scheinen irgendwie ein bisschen blind zu sein. Vielleicht ist auch das Fernrohr kaputt. Und bei der Welle kann auch wieder der ganze Körper mitgehen. Nicht nur die Arme, sondern ihr könnt ein bisschen in die Knie gehen. Da kommt nichts. Nee, die merken das irgendwie nicht, oder? Vielleicht müssen wir die Welle andersrum machen. Vielleicht verstehen sie uns nicht. Versuchen wir einfach mal. Wir starten auf der anderen Seite. Immer noch nichts. Ich hoffe, denen geht's überhaupt gut. Was ist, wenn die Hilfe brauchen? Wollen wir mal fragen, ob die Hilfe brauchen? Ja. Okay. Also, wichtig ist, wenn jetzt von denen dieses Signal kommt, dann brauchen sie Hilfe. Aber wenn sie so zeigen, ist alles in Ordnung. Okay? Okay, gut. Um zu fragen, ob sie Hilfe brauchen, gehen wir mal von einem Fuß ganz groß rüber auf die andere Seite, so dass sie unsere Frage auch wirklich sehen können. Wenn sie Hilfe brauchen, müssen wir ganz schnell zu ihnen hin. Siehst du schon was? Nee, noch nicht. Dann nochmal rüber auf die andere Seite. Immer noch nichts. Ich mache mir echt schon ein paar Sorgen. Ah, nee, ich habe gerade das Zeichen gesehen. Denen geht's gut. Puh, haben wir Glück gehabt, dass es denen auch gut geht. Ich glaube, wir sollten langsam mal auf unser Schiff zurück, weil ich glaube, du willst auch irgendwann wissen, was da drin ist. Natürlich, ich will endlich die Flaschenpost aufmachen. Okay, ihr zu Hause vielleicht auch. Wir paddeln jetzt noch einmal rüber zu unserem Schiff. Dafür legen wir uns wieder auf unser Surfbrett. Und wir paddeln zusammen zurück. Wer will, der kniet sich auch hin. Es geht ein bisschen leichter beim Paddeln und paddelt so. Ein Glück geht der Rückweg immer schneller als der Hinweg. Das sind stimmt, wir schon fast da. Genau. Dann lass uns wieder auf unser Boot zurück, oder? Ja. Oh, tschüss, Albatros. Okay, tschüss, bis zum nächsten Mal. Sehr gut. Holst du die Flasche? Ich setz mich schon mal hin. Ich hole erst mal die Flasche. Ja. Ich bin schon so gespannt, was da drin ist. Ich kann es gar nicht mehr aushalten. Oh. So, da bist du hier haben wir endlich unsere Flaschenpost. Ist okay, ich mach's auf. Mach jetzt. Mal sehen, was da so drin ist. Oh. Hä? Das ist ein Stift. Toll. Das ist nicht irgendein Stift. Das ist doch eindeutig, dass es ein Stift ist. Ja, aber nicht irgendeiner. Na, was ist es denn? Das ist klar, dass du das nicht weißt. Das ist ein Kindergeheimzeichenstift. Wenn ihr auch so einen Kindergeheimzeichenstift zu Hause habt, dann schreibt mir doch mal eine Nachricht. Ich glaube, Stefan kann die eh nicht lesen. Der ist schon zu alt dafür. Aber ich kann eure Nachrichten lesen. Okay, und wenn ihr wirklich ein paar Nachrichten für mir hier habt, schreibt sie auf. Wir
sehen uns dann morgen wieder zu Albers täglicher Sportstunde. Tschüss!